Hallo ihr Lieben, diese Woche üben wir das R. Das R hörst du ganz tief hinten in deinem Hals und dann kribbelt es auch so ein bisschen. Probier es mal selber zu sprechen. Ich mache dir ein paar Rätsel, wie wir es in der Schule immer machen, und du sagst mir, was du meinst, was sich denn, welches Wort mit R sich dahinter verbirgt. Erstes Wort. Wenn du in ein Zimmer kommst und auf den Schalter drückst, dann geht es an. Was könnte das sein? Überleg mal. Du brauchst es auch, um ein Buch zu lesen, wenn es dunkel ist. Es ist das Licht. Sprich's mir bitte nach. Licht. Nächstes Rätsel. Davon solltest du ganz viele lesen. Es hat viele Seiten. Man kann es in die Hand nehmen. Es gibt es auch für Mathe. Oder bei uns heißt es auch Mimi. Es ist ein, einfacher Rätsel, ein Buch. Sprich's mir bitte nach. Buch. Nächstes Rätsel. Dieses Tier gibt es nur in Märchen. Manchmal kann es fliegen und Feuer spucken. Es ist ein Drache. Sprich's mir bitte nach. Drache. Sehr gut. Toll macht ihr das. Nächstes Rätsel. Jedes Haus hat es. Manchmal hat es rote Ziegel, manchmal graue. Manchmal ist es auch ganz flach. Es ist ein Dach. Richtig, sehr gut. Nächstes Rätsel. Dieses Getränk kommt von der Kuh. Es ist weiß und wir haben es beim Zahnarzt, als die Zahnärztin da war, besprochen, dass es gut ist für die Knochen. Knochen hat übrigens auch ein Ch, hörst du es? Knochen. Und welches weiße Getränk meine ich? Natürlich die Milch. Sprich's mir nach. Milch. Gut. So. Die Christen gehen dahin. Es ist ein hohes Gebäude mit einem Turm. In Ludwigsfeld ist es auch gleich neben der Schule und es hat eine große Glocke, die immer läutet, wenn die Leute dorthin kommen sollen. Es ist eine Kirche. Sprich's mir nach. Kirche. Das nächste Rätsel ist einfach. Es ist die Zahl, die nach der 7 kommt. Das ist einfach. Du weißt es schon. Es ist die 8. Pass auf, sprich's mir nach. 8. Und achte beim Schreiben darauf, dass man 8 klein schreibt. 8. Unser nächstes Wort. Das habe ich gestern mit meinen Kindern zu Hause gebacken. Es schmeckt lecker und es gibt es ganz verschieden als Apfel, als Kirsch, Punkt, 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 als Zwetschgen, Punkt, 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 als Marmor, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist ein Kuchen. Alle zusammen. Kuchen. Sehr gut. So, das nächste Wort. Es kann man um den Hals binden. Es ist weich. Das ist schon ziemlich schwierig. Es reimt sich auf Buch und fängt mit einem T an und heißt deswegen Buch und Tuch. Sprich's mir nach. Tuch. So, nun haben wir viele Wörter zum Ch gelernt. Du kannst nun dazu die Mimi-Seiten bearbeiten und die Geschichte im Buch lesen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video zum Chs.